Ja, YouTube, hallo. Heute am heiligen Karfreitag nicht daheim, nicht so wie es sich gehört, auf dem Weg zum Ford Focus RS abholen, sorry. Es ist soweit, endlich, ihr wartet da schon auf die Videos oder beziehungsweise auf die verschiedenen Videos vom Umbau. Wir werden jetzt das Fahrzeug beim Kunde abholen und dann euch morgen ein paar Messungen machen, ein bisschen fahren, ein bisschen schauen, mal den Datenstand vom Fahrzeug ziehen. Und nächste Woche am Dienstag geht es dann erst richtig los, weil der Mario ist bis dahin im Urlaub. Der macht 4 schöne Osterfeiertage, das hat er verdient. Würde ich sagen, viel Spaß und viele Grüße zu euch. Ja, Dienstag geht's los. Mittwoch ist erster Prüfstandslauf. Am Dienstag tun wir noch ein bisschen ein paar Sachen durchsprechen, ein bisschen Video vorbereiten. Die Felgen montieren, in dem Fall werden OZ verbaut in 19 Zoll. Welche? Das verrate ich euch nicht. Das seht ihr am Dienstag. Und Mittwoch 10 Uhr ist dann der erste Prüfstandstermin, Eingangsmessung. Schauen, was bringt das Fahrzeug. Serienleistung. Jetzt würde ich sagen, wir fahren zum Kunde und dann sehen wir uns später. Ciao. Ja, YouTube, hallo. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt den Ford Focus RS beim Kunde abgeholt. Ich bin gespannt. Ja, die ersten paar Meter, das waren jetzt vielleicht 200 Meter, fühlt sich schon mal gut an. Was man merkt, ist, dass die Kupplung relativ, ich muss zugeben, ich habe ihn gerade erst mal beim ersten Mal abgewürgt, ja, passiert. Die Kupplung ist relativ, ja, die hat so einen kurzen Druckpunkt. Aber das macht halt ja, die Sportlichkeit. Also das ist ungewohnt. Ich meine, das Auto ist noch relativ neu. Aber der Druckpunkt ist relativ kurz. Ja. Auto ist schon warm, Kunde ist davor gefahren. Ich bin echt mal gespannt. Also ich freue mich schon jetzt riesig auf den Umbau. Das Auto riecht, da riecht alles noch wie neu. Ja, bin ich richtig gespannt. Das Lenkrad, das seht ihr mal im nächsten Video. Es fühlt sich sehr, sehr wertig an. Ja, fährt sich. Ich bin gespannt, ich freue mich. Schaltung ist richtig kurz, richtig knackig. Wir sind jetzt im ganz normalen Mode. Wie schon gesagt, wir haben ein Kundenauto. Wir haben zwar vom Kunde die Erlaubnis, wir dürfen alles machen mit Race Start, mit allem drum und dran, testen, fahren, machen, Videos zum Zeitenmessen, Beschleunigungsvideos. Wir werden auch auf die Thematik mit dem Problem eingehen, mit den Köpfen, mit der Temperaturgeschichte. Also wir sind da rundum versorgt. Ja. Kunde hat gleich gesagt, geh mal auf Sport. Ja, dann gehen wir mal auf Sport, oder? Wenn der Kunde das will. Ja, das Missfire, das ist brutal. Macht richtig, richtig Spaß. Also ich denke, das wird cool. Ja, wir verbauen noch eine EgoX-Auspuffanlage von HG Motorsport. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig krachen. Ja, ein richtiges Video nach meinem Geschmack. Ich freue mich auf den Komplettumbau. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt nehme ich euch auf jeden Fall noch ein paar Kilometer mit, dass ihr auch mal ein bisschen den Eindruck kriegt. Also da haben sie schon richtig was gezaubert. Ich habe ganz lange mit dem Kunde gesprochen. Der Kunde hat auch, wir sind auch aufs Thema GTI und so weiter gekommen, Golf R und so weiter. Und er sagt, jeder, der bis jetzt das Auto gefahren ist, sagt, dass einiges besser ist. Man hört immer nur Schlechtes von dem Auto. Das ist problematisch, das ist problematisch. Aber in meinen Augen, nein. Also die ersten paar Kilometer, die Eindrücke vom Fahrzeug, die sprechen andere Bände. Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Hier oben, das seht ihr in der Kamera, die Anzeige für Wassertemperatur, für Öldruck, für Ladedruck. Das ist schon gut gemacht. Also es ist stimmig, es ist aufgeräumt. Das Lenkrad fühlt sich richtig, richtig wertig an. Es könnte ein klein wenig dicker sein, aber das wäre ja immer noch auf hohem Niveau. Die Schaltung, wenn man die Kupplung raus hat, sehr direkt, macht, wie schon gesagt, macht wirklich richtig, richtig Laune. Da bin ich mal gespannt. Ja.
Der Mario ist jetzt leider noch nicht mit dabei. Der Mario wird mit mir zusammen das Projekt machen. Der Mario wird dazu filmen und auch auf seiner Seite Schwabenchecker ein paar Videos online stellen. Ist allerdings gerade im Urlaub, da haben wir vorher schon gesagt, viele Grüße dahin. Aber wir testen jetzt trotzdem schon mal und machen ein bisschen ein paar Lokfahrten, messen ein paar Zeiten. Gespannt, was danach herauskommt. Mit den ganzen Upgrades, mit der Thematik Ansaugung, mit der Thematik Downpipe, Ladeluftkühler. Ladeluftkühler, da bin ich am meisten gespannt, weil es Serie ja doch so ist, dass das halbe Netz noch verhangen ist quasi. Da bin ich gespannt, was da rauskommt mit dem Wagner Ladeluftkühler. Das wird richtig, richtig gut. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, wie schon gesagt, das ist jetzt mal so das erste große Projekt, wo begleitet wird mit Filmen. Das heißt, schreibt ruhig mal drunter, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was kann man in den nächsten Teilen anders machen. Wie schon gesagt, es wird viele, viele Teile geben von dem Auto. Es ist einfach so groß, dass ein Video einfach, ja, Punkt Nummer 1, zu lange wäre, dann wäre es auch langweilig. Wie schon gesagt, wir wollen Step bei Step dabei bleiben, wir wollen einfach authentisch bleiben, einfach sagen, so wie es ist, auch wenn mal was nicht passt oder mal was nicht stimmt, das natürlich auch sagen, aber momentan kann ich hier an diesem Fahrzeug, ich kann nichts ausschließen. Ich sage einfach, das Auto, so wie es hier ist, ist einfach perfekt. Ja? Also das ist für das, was er kostet, finde ich, ist ein wirklich gelungenes Auto. Es macht Spaß, hier drinnen zu sitzen, man sitzt relativ, ich will jetzt nicht sagen hoch, aber man sitzt, ja doch, man sitzt hoch, man sitzt sauber, man hat das Gefühl, man hat den Überblick. Die Sitze sind perfekt, ja. Im Endeffekt sind es Halbschalensitze von Recaro, mega. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja. Tacho-Video machen wir jetzt auf jeden Fall nicht heute. Das war jetzt einfach nur so ein kurzer Review, dass ihr wisst, wir haben das Fahrzeug, wir haben das Fahrzeug beim Kunde abgeholt, dass ihr wisst, jetzt geht's los, in den nächsten 2 Wochen geht's los, in den nächsten 2 Wochen wird an dem Fahrzeug gearbeitet und dann werdet ihr auf jeden Fall von uns auf dem Laufenden gehalten. Da bin ich mal gespannt. Das Fahrwerk ist auf jeden Fall auch schon richtig gut, allerdings werden wir noch von SP Suspensions ein paar Tieferlegungsfedern einbauen, weil der Kunde einfach findet, dass er hinten noch ein bisschen zu hoch ist. Vorne, finde ich, geht es schon, in meines Erachtens, aber in dem Fall ist der Kunde natürlich der König. Und wenn der Kunde sagt, das Fahrzeug muss tiefer, muss das Fahrzeug tiefer. Lange Diskussion, warum kein Gewindefahrwerk, warum kein KW Variante 3, weil es so ist. Der Kunde möchte lediglich ein paar Tieferlegungsfedern. Das Fahrwerk verstellt sich ja sowieso automatisch bzw. Härte etc. in verschiedenen Drive-Modes. Das heißt, der Kunde möchte lediglich Tieferlegungsfedern, die bekommt der Kunde und da wird er gar nicht weiter debattiert. Wenn der Kunde das so haben möchte, dann bekommt er es so. Vielleicht gibt es irgendwann einen Aufstieg auf Variante 3, das wird man sehen, aber jetzt momentan bleibt es bei Tieferlegungsfedern. Beim Thema Ansaugung, das wisst ihr alle schon, ist klar die Firma Aventuri der Favorit, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Preis, Leistung, Optik, klar ist es ein bisschen gehoben, aber die Ansaugung sieht so mega aus bei dem Auto. Ich bin richtig heiß, sei ganz ehrlich, richtig heiß. Ladeluftkühler, Thema Wagner, auch kein Thema. Thema Wagner Tuning ist eine Bank in der Branche, Ladeluftkühler. Da gibt es für mich auch keine Alternative, also Wagner Tuning. Ja, sonst, ja, ist einfach so, da fällt meine Wahl immer auf Wagner-Tuning zurück. Hier geht auch nochmal ein großer Dank an Patrick Wittmann für seine Mühe und für sein Engagement zu dem ganzen Thema. Jo. Thema Abgasanlage ist in dem Fall die Firma HG Motorsport. HG Motorsport würde auch Ladeluftkühler bauen, aber wie schon gesagt, ich bin da einfach beim Thema Wagner-Tuning, da bin ich so, dass ich weiß, was ich habe. Dass ich weiß, was da rauskommt, dass ich weiß, wie die Qualität ist, wie die Kundenbetreuung ist. Und deswegen bleiben wir da. Also ich wechsle da jetzt nicht
ständig hin und her, sondern bleib bei einem und sag, mit dem kann ich zusammenarbeiten und dann passt es. Ja? Bei den Abgasanlagen, wie schon gesagt, Downpipe EWG von HG Motorsport. Dann wird die Ego X verbaut. Für die Ego X gibt es extra noch ein Umrisch-Kit, dass das auf diese Klappengeschichte hier passt. Wenn man das nicht umrüstet, gibt es etwaige Probleme bezüglich mit diesen ganzen Modes. Deswegen das Kit immer mitbestellen. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist es sogar dabei bei der Ego X, soweit ich weiß, dass man das quasi 1:1 Plug and Play umbauen kann. Dann funktioniert das. Es gibt noch ein paar Stahlflex-Bremsleitungen, das hatte der Kunde gewünscht, weil er das Serie nicht hat. Finde ich auch in Ordnung. In dem Fall wechseln wir natürlich auch gerne die Bremsflüssigkeit. Da wird man auch eine Bremsflüssigkeit austauschen, die quasi ein bisschen standhafter ist, wie das, was drin ist. Und dann bin ich mal gespannt. Ich freue mich schon drauf, was rauskommt. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Und dann wollen wir mal schauen. So, jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen Gas geben hier. Das macht doch einfach richtig Spaß. Bremse ist auf jeden Fall richtig gut. Bremse macht richtig Laune. Der Kunde hat gesagt, wir dürfen ruhig ein bisschen Gas geben. Der Motor ist schon lange warm. Schaltpunktanzeige haben wir. Ja, das Auto läuft richtig, richtig gut. Also das macht richtig, richtig Laune. Das ist Hammer. Das ist echt Ford Performance, saubere Arbeit. Jetzt sind wir dran. Ich bin gespannt, was wir machen. Ich gebe mal ab, muss mal noch ein bisschen fahren. Ich gucke, dass ich euch noch ein paar Bilder reinhänge. Vielleicht kommen morgen oder am Dienstag dann ein paar Zeitenvideos. Jetzt ist gut. Ich bin weg. Ciao. Ja, YouTube. Komm mal kurz zu einem kleinen Fazit. Wir haben heute den Focus RS beim Kunde abgeholt und ich muss sagen, ich bin mehr als begeistert. Das Fahrzeug ist in allen Belangen besser als das, was ich vermutet hatte. Es macht richtig Spaß, das Fahrwerk ist gut, die Bremsen sind gut, die Optik, da brauchen wir nicht drüber streiten, die war von vornherein mehr als perfekt. Ich bin hellauf begeistert, muss ich sagen, von dem Fahrzeug. Da hat Ford was Schönes gezaubert. Ich bin jetzt gespannt, weil wir dürfen den Umbau machen, wir dürfen diverse Teile verbauen. Ihr wisst es bereits, Ladeluftkühler, Ansaugsystem, Fahrwerksfedern, OZ-Felgen, Auspuffanlage, Downpipe und. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ich freue mich schon drauf. Wir werden euch auf dem Laufenden halten zu dem ganzen Thema. Es gibt jetzt heute Abend nur einen kleinen Eindruck, weil es ist schon relativ spät. Wir haben, genauer gesagt, 5 nach 12, also 0:05. Da waren wir jetzt heute nicht mehr viel. Heute ist, wie ihr alle wisst, Feiertag gewesen. Da geht Familie und so weiter vor. Wir haben heute wirklich das Fahrzeug geholt. Und morgen geht es dann los mit ein bisschen Zeitenmessen. Ja, ein bisschen schauen, ein bisschen gucken, ein bisschen fahren. Und am Dienstag beginnt dann quasi der Umbau. Mittwoch ist das erste Mal Termin mit Thema Leistungssteigerung, Eingangsmessung bei der Firma Henny in Warnau. Da sind wir gespannt, was rauskommt. Ich bin auch gespannt, wie sich das Fahrzeug nach dem Umbau der Fahrwerksfedern fährt. Ist jetzt schon genial. Denke, ein bisschen tiefer wird es noch ein bisschen besser sein. Wird danach sauber vermessen. Da geht ein großer Dank an Rolands Autoservice, der wird die Vermessung bei dem Fahrzeug durchführen. Ja, bin jetzt schon mal gespannt, was da rauskommt, wo es enden wird. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und ein schönes Osterwochenende. Und wir hören uns allerspätestens am Dienstag wieder mit diesem Fahrzeug. Bis dahin, einen schönen Abend. Ciao.